We'll lead you through a typical day in the life of Martin Holzer in E-Exercise 3, but we'll narrate in the present tense. You'll hear. Er ist um 12. You'll put the sentence in the perfect tense, making it a specific day in his past. Er hat um 12 gegessen. Again, watch out for verbs used with the auxiliary sein and also for separable prefix verbs. Martin steht um 6 Uhr auf. Martin ist um 6 Uhr aufgestanden. Dann isst er sein Frühstück. Dann hat er sein Frühstück gegessen. Er fährt mit dem Auto zur Arbeit. Er ist mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Er arbeitet viel. Er hat viel gearbeitet. Nach der Arbeit kauft er ein. Nach der Arbeit hat er eingekauft. Er kommt um 6 nach Hause. Er ist um 6 nach Hause gekommen. Er sieht lange fern. Er hat lange fern gesehen. Er schläft um 11 ein. Er ist um 11 eingeschlafen.